Schlechte Laune hat, dann kann man zum Beispiel Witze erzählen und ihn irgendwie aufmuntern. Ein Chinese ist einmal beim Restaurant vorbeigegangen und da hat er gehört, mit dem Messer geht es besser. Und einmal ist er beim Eisgeschäft vorbeigegangen, da hat er gehört, mehr, mehr. Und einmal ist er bei der Schule vorbeigegangen, da hat er gehört, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und einmal ist er beim Kindergarten vorbeigegangen und hat gehört, für den lieben Sandmann. Dann ist ein Polizist mit einem toten Menschen angekommen und hat gefragt, waren Sie das? Und der Chinese so, ja. Und er so, aber mit was denn? Und er so, mit dem Messer geht es besser. Und dann hat er gefragt, Sie müssen ins Gefängnis. Und dann hat der Chinese gesagt, mehr, mehr. Und dann hat der Polizist gesagt, aber wie lange denn? Und der Chinese so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann hat der Polizist gesagt, für wen halten Sie mich? Und dann hat der Chinese gesagt, für den lieben Sandmann. Wir haben in der Klasse so ein Plakat gemacht. Da steht alles drauf, mit was man so gute Laune machen kann. Einfach gute Laune haben, Witze zu erzählen, jemanden zu veräppeln, rausgehen, spielen und essen. Mein Bruder kann nicht gut essen. Er schlingt rein. Also früher, als ich noch im Kindergarten war, da habe ich immer langsam gegessen, aber jetzt werde ich immer schneller beim Essen. Wenn man schnell ist, dann kriegt man immer mehr Hunger, sagt meine Mama. Wenn jemand mit mir rausgeht, ich mag sehr gern fangen, Laufspiele und Schaukeln mag ich auch gerne. Und wenn ich mit meinen Freunden draußen bin, dann versuche ich auch, keine Zeit zu verschwenden. Wenn man Zeit verschwendet, ist es zum Beispiel, wenn man sich darüber streitet, was man spielen soll. Wie soll ich das jetzt sagen? Nein.